Hey Skatfreunde, wie ihr seht, bin ich nicht zu Hause, sondern ich sitze tatsächlich in Berlin in einem Hotelzimmer, warte und freue mich auf das Skat Masters, was heute Nachmittag startet. Das ist nach den Erfolgen der letzten Jahre selbstverständlich eins meiner Lieblingsturniere und gleichzeitig findet hier im gleichen Hotel in 3 Wochen schon die Skat-Weltmeisterschaft statt, also Vorfreude pur und schon mal ein bisschen hier an das Ambiente und an das Klima gewöhnen. Was habe ich mir taktisch, strategisch vorgenommen? Ich kann natürlich überhaupt nicht irgendwie sagen, wie viele Punkte am Ende rauskommen. Das kann man beim Skat nie, das sollte man auch nicht versuchen. Ich werde einfach versuchen, möglichst einen guten Skat zu spielen, versuchen, nicht so unkonzentriert wie zum Beispiel in den letzten Rocket-Turnieren zu spielen, sondern wirklich mich jetzt zu fokussieren. Und das bedeutet insbesondere auch, was die Risikobereitschaft angeht, eine ganz klare Linie hier für mich selber festzulegen. Logisch, heute werden 4 36er-Listen gespielt und nur die ersten 12 kommen ins Halbfinale. Da muss ein bisschen mehr Risikobereitschaft sein, als dann zum Beispiel in 3 Wochen, wenn hier die WM gespielt wird über 15 Serien. Ich werde zwischendrin einfach mal die Serien einstellen auf Patreon. Da könnt ihr mal gucken, wenn es euch interessiert. Und ansonsten jetzt Daumen drücken, natürlich auch für alle anderen Skatfreunde. Vor allem erstmal, dass wir hier ein schönes Turnier haben.